Hallo, ich bin Jana vom Dots Designs Team und heute möchte ich mit einem Mythos aufräumen. Und zwar lese ich immer ganz häufig, warum man Jeansstoff nicht mit der Overlock vernähen und versäubern sollte. Warum das völliger Quatsch ist, sowas zu behaupten und wieso das super ist, einen Jeansstoff mit der Overlock zu vernähen, das zeige ich dir heute. Also wenn du jetzt einmal deinen Jeansstoff vor dir liegen hast, dann siehst du, aha, hier bilden sich ganz viele Fransen. Und wenn du jetzt einmal eine Jeanshose holst und die auf die linke Seite wendest, dann wirst du sehen, dass die Industrie hier einen Overlockstich verwendet. Warum verwendet die Industrie einen Overlockstich? Weil wir uns natürlich in der Hose sehr viel bewegen und die Naht soll natürlich sehr lange halten. Also verwendet die Industrie einen Overlockstich, da dieser viel besser hält, als wenn du einen normalen Zickzackstich von der Nähmaschine nehmen würdest. Und ein weiterer Vorteil ist es natürlich, den Jeansstoff mit der Overlock zu vernähen, da man hier mehrere Schritte gleichzeitig macht. Das heißt, die Overlock versäubert die Stoffkante und schneidet die ganzen Fransen ab und vernäht zwei Stofflagen gleichzeitig. Wenn du das natürlich jetzt mit der Nähmaschine machen würdest, da hättest du mehrere einzelne Schritte. Das heißt, du müsstest den Stoff erstmal mit einem Zickzackstich versäubern, dann müsstest du nochmal umstellen mit einem Geradstich, dann die beiden Stofflagen miteinander vernähen. Das sind natürlich immer ganz einzelne Schritte und hier hast du mit der Overlock einfach einen Schritt, der alles macht. Das gleiche gilt natürlich auch hier, wenn du zum Beispiel einen Jerseystoff vernähen möchtest. Hier schreiben auch mal ganz viele, hier kann man ja einfach einen normalen Zickzack verwenden, einen Zickzackstich verwenden, da ja ein Jerseystoff nicht ausfranst. Aber hier gilt genau das gleiche, ein Zickzackstich hält halt, also wenn du zum Beispiel eine Hose daraus nähen möchtest, dann hält ein Zickzackstich nicht so lange wie ein Overlockstich. Und ein Overlockstich ist wesentlich elastischer als der Zickzackstich bei einer Nähmaschine. Also hier ist natürlich auch wieder dieser Vorteil da bei der Overlock, das Versäubern und Vernähen von zwei Stofflagen, das in einem Schritt durchgemacht wird. Und bei der Nähmaschine hättest du halt nur einen einfachen Zickzackstich, der aber wiederum nicht so viel aushält wie die Overlocknaht. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video wieder ein wenig weiterhelfen. Ich will jetzt hier nicht die Nähmaschine in den Schatten stellen und sagen, hör mal, du musst dir nur eine Overlock-Maschine kaufen, das reicht völlig aus für allem. Eine Nähmaschine sollte man natürlich dennoch haben, weil man benötigt sie natürlich immer wieder, da die Overlock nur die Stoffkanten versäubert und vernäht. Aber zum Beispiel kann eine Overlock kein Knopfloch nähen oder beziehungsweise auf den Stoff direkt nähen. Deshalb benötigen wir auf jeden Fall immer noch eine Nähmaschine im Haushalt. Falls du irgendwelche Fragen haben solltest rund um das Thema Overlock oder vielleicht hast du noch eine andere Frage und sagst du mal, wie vernähe ich denn zum Beispiel Vlies mit der Overlock oder so ähnlich, dann schreib mir das unten gerne in die Kommentare. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Video. Deine Jana.